Es beschäftigt uns ja alle seit längerer Zeit, wem der durch den Tod unseres verehrten Johann Christian Klengel frei gewordene Lehrstuhl für Landschaftsmalerei an unserer Akademie zugesprochen wird. Nun hat sich Friedrich beworben, nachdem ihn Professor Karus, der heute unter uns weilt, vorgeschlagen hat. Professor Karus ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht nur Leibarzt des Königs, sondern selbst Maler und Kunstverständiger. Ich habe Ihre Veröffentlichung über die heutige Landschaftsmalerei gerade mit großem Interesse gelesen. Darf ich gleich eine Frage stellen, Herr Karus? Wie kommen Sie ausgerechnet auf den Maler Friedrich? Ich meine, wo ist bei Ihnen der Reichtum, die Vielfalt der Natur, die die Landschaftsmalerei auszeichnen soll? Wenn ich an unsere letzten Akademieausstellungen denke, erinnere ich mich überhaupt nur an ein paar Bilder, die... totes Gestein, vor allem aber Schiffe, Schiffsmodelle sozusagen zeigen. Ja, ich wundere mich auch. Wenn ich es recht sehe, soll ein Lehrer für Landschaftsmalerei gesucht werden oder soll ein Lehrstuhl für Schiffsmalerei begründet werden? Meine Herren, jeder von Ihnen weiß, dass Friedrich durch seine Herkunft stark mit der Küstenlandschaft des Nordens verbunden ist. Er kommt aus Greifswald, Rügen ist ein Magnet seiner Kunst, er hat in Kopenhagen studiert. Natürlich spielt das Meer, die Küste, spielen Schiffe und Hafen eine bedeutsame Rolle für seine Persönlichkeit und seine Malerei. Man kann übrigens im Auslaufen und Ankommen von Schiffen auch noch einen tieferen Sinn sehen. Ankunft und Abschied als Symbole unserer Lebensfahrt. Schiffe sind für mich erst einmal Schiffe. Also gut, davon einmal abgesehen. In welchem Zustand befindet sich die traditionelle Landschaftsmalerei? Die Erinnerung an die großen Meister wie Ruysdael, Claude Lorrain, Poussin wird immer matter und matter ausgesponnen und ist zur Tapetenmalerei verkommen. Aus diesem Sumpf hat Friedrich auf absolut originale Weise einen neuen Weg gewiesen. Muss das Neue gleich das Bessere sein? Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Revolution, diese vulkanische Erschütterung, die vom Jahre 1789 ausgehend ganz Europa umgestaltet hat, auch vor der Kunst nicht Halt machen kann. Vor dem Tempel der Kunst sollte der brutale Aufstand des Pöbels tatsächlich Halt machen, Herr Dr. Karus. Herr von Ramdor, Sie wollen doch die französische Revolution nicht als Aufstand des Pöbels bezeichnen und Friedrichs Werk als Signal zum Aufruhr missverstehen. Es ist doch gerade die zarte Melancholie in seinen Bildern, die auf ein empfindsames Gemüt anregend, ja erschütternd wirken muss. Ich erinnere mich an den Besuch des französischen Bildhauers David d'Angers, der vor Friedrichs Bildern ausgerufen hat, voilà, un homme qui a découvert la tragédie du paysage.